Boah, ist es kalt. Corona-Kälte. Wir hatten ja im letzten Vlog darüber gesprochen, dass ich für all die Leute, die so völlig verwundert waren, dass ich eine M10 Jahr nicht anfasse, da habe ich ja versprochen, dass ich hatte die jetzt dabei in Paris und dass ich mal ein paar Fotos mache und diese auch mal poste. So, die habe ich jetzt bei Instagram in die Story, glaube ich, mal so Ausschnitte gepackt und bei Facebook in die Bam Bam Club Gruppe. Wenn ihr noch nicht in der Bam Bam Club Gruppe bei Facebook seid, dann kommt da mal hin. Obwohl, ansonsten ich zugeben muss, dass bei meinem Facebook nicht mehr viel verloren hat. Und ansonsten in den News, in den bambamclub.com/news, da sind die Fotos auch alle. So. Ja, so sehen dann halt digitale Fotos aus, wenn ich sie mache. Und wenn irgendwer von euch gerne wissen möchte, welche Optik ich benutze, welche Filter ich benutze, welche Einstellung, keine Ahnung, dann soll er es bitte sagen. Man kann sich jederzeit melden. Denn ich finde, dass man schon was tun muss, damit das Digitale nicht so aussieht, wie es aussieht. Und ich muss leider sagen, gerade die bei Leica, es ist ganz dunkel. Da kam gerade ein Anruf rein. Also auch Leica an sich. Das Bild kommt ja nicht besser aus einer Kamera als aus irgendeiner anderen Digitalkamera. So, man muss was machen. Man muss eine Menge machen, wie ich finde. Und deshalb, ja, finde ich, habe ich es mit der digitalen Fotografie ja meist auch nicht so. Aber da sind ein paar Bilder und wenn jemand irgendwas wissen will und wenn wir mal darüber reden können, wie man denn die Bilder geiler bekommt oder wie auch immer. Let's talk! Ja, wir sprechen am Wochenende nochmal. Tschüss!